So, moin. Ist irgendwer von meiner Whisper-Liste zufälligerweise gerade online vorweg? Ich streame gerade, als wenn ihr antwortet, eure Stimme wird im Stream zu hören sein. Willst du mir kurz die Wunde löschen? Danke. Name? Name und 10.000 bitte. Franz Dieter. Und überwiesen ist schon. Per Sofortüberweisung. Ich habe noch keine Überweisung getätigt. Mein Bankmanager hat mir noch nichts davon unterrichtet. Dann bring ich mal den Typen um, weil er lügt. Hundertprozentig. True. Also, Ihnen ist aber dann schon bewusst, dass Sie dann erneut ein Fahndungslevel bekommen, den ich dann nicht direkt löschen kann. Nein, nein. So, 404 tritt jetzt den Dienst ein und verfolgt irgendwelche flüchtigen Idioten. Also fahre ich erstmal bei Antiheld vorbei. Oder wer hat mir geantwortet? Oder warst du das oder Lexi? Möp, 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 möp. Final 4 begebe ich zum Einsatzort. Wo ist mein Soundboard? Warum ist es kaputt? So, weil sich niemand meldet, was ja manchmal normal ist. Breche ich den ganzen kleinen Einsatz mal wieder ab und schau mal nach, was ich denn so machen kann. Bah, ups, Entschuldigung fürs Niesen. Krypton wurde zuletzt hier in dem Haus hier gesichtet. Da fahr ich jetzt mal so ganz kurz hin. Ich sehe jetzt hier nichts. Wir prüfen mal kurz die Fahrzeuge, ob das irgendwie irgendein Krypton gehören sollte. Oh, hier ist Schießauto. Sieht aber nicht so aus. Deswegen fahre ich jetzt wieder einen ganz normalen Streifendienst. Oh, guten Morgen, Herr Shadowfight. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe keinen Zeitstempel, Dennis. Deswegen sehe ich nicht, wann du das geschrieben hast. Ich muss mal ganz kurz umstellen. So. 33, da bin ich ja sogar noch pünktlich mit dem Ausrichten.
So. Muss einmal ganz kurz was überprüfen. Das dauert nur 15 Sekunden ungefähr. 14, 13, 12, 11, 10. Okay, das war's auch schon. 987, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warte, das war Krypto, ne? Oh Gottchen. Wo ist denn da jetzt hingelaufen? Razzia! What the fuck, wo ist sie jetzt hingelaufen? Da war doch gerade noch hier. Oh, vorm PD, vorm PD. Oh, Scheiße, ist unten. Ja. Cheese Kenocker hat den Channel Start. Streifendienst 1 geändert. Oh, ich hasse diesen übertrieben langsamen Aufzug. Hopp, 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 mach hin, Alter. Und zum Glück muss man nicht warten, bis er noch kommt, aber ich sehe gerade keinen. Ach, hier unten ist er doch nicht. Hey, ich war doch gerade oben. Das ist jetzt mies. Ich nehme natürlich das hier. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Pedida. Oh, falsche Abteilung. Hallo, Freak. Welche Treppe? Wow, direkt im Marker, Alter. Das ist. Wir hatten jetzt gerade direkt auf den Marker wieder geschossen. Das ist mal wieder purer Dünnschiss. Okay, mach mal ganz kurz das hier. Welche Treppe meinst du denn, Shadowfighter? Wie ist denn das da unten runter? Sieht man das? Kartoffel, okay. Ui. Weiß nicht, hier ist doch nichts. Ich gehe dann wieder nach unten. Ich glaube, meine Kollegen haben gerade aus Versehen mich angeschossen. Das ist also nicht so schlimm. Direkt am Marker. Das sollte aber auch man auch wissen, dass man das nicht macht. So. Schnurzpieps, scheißegal. Kurz die Dingens fortgecheckt. Hier ist scheint alles clear zu sein. Ist wohl uns anscheinend entwischt. Ich habe nicht geschossen, dann brauche ich auch keine neuen Waffen. Okay. Dann verlasse ich meinen Einsatzort und gehe wieder zurück auf Status 1, meine klitzekleine Streife wieder unterwegs sein. Oha. So, man lässt das anscheinend noch durchgehen. Er ist ja dadurch. Boah, okay. Sorgen wir in seine portliche Fähigkeiten. Okay. Er hat es durchgehen lassen. Man nimmt da nicht immer den, wie heißt es denn, Blablabla des Kollegen weg. Die Zuständigkeit des Kollegen weg. So, ich habe hier gesehen, dass er gerade Gras verkaufen wollte.
kaufen wollte. Deswegen werde ich ihn mal ganz kurz befragen und dann festnehmen. Dabei stelle ich eine Testanfrage und versuche ihm irgendwie 200 Gramm Gras zu verkaufen. Oh, ja, er hat es angenommen. Er ist jetzt nun verhaftet und wird jetzt in Polizeigewahrsam genommen. So, alles wieder starten und starten und starten und starten und starten und starten. Limiter anschnallen, Radar starten. Radar stoppen klicken, um das Radar zu starten. Das Problem ist, wir gehen ja immer in Vorleistung, wenn wir den Informanten was bezahlen, ne? Das wird ja nicht von der Staatskasse abgerechnet, weil die Staatskasse ja sowieso zu pleite mit gerade einmal 6,6 Millionen, kann das die Staatskasse nicht bezahlen. Das heißt, wir gehen in die Vorleistung. Das Geld bekommen wir wieder, indem wir halt dieses Gras nach an Obdachlose verkaufen. Und die verkaufen es natürlich erstmal bei uns, weil dann haben die erstmal das komplette Geld an sich und das ist sogar meistens mehr. Es rechnet sich so quasi, dass wir 1000 Dollar pro Weedfund ausgeben und nichts einnehmen. Sollte es auch bitte keine Beschwerden geben, dass man das irgendwie verkaufen muss. Weil irgendwie muss man ja ein bisschen das wieder reinholen. Ich hätte auch gerne einen Marker vom Drogenkurier, der im FBI steht und dann immer so alle 2 Stunden 5000 Gramm nimmt. Das ist einfacher, weniger Arbeit. Okay. Den nehme ich nicht. Peanut, Beschuss geben. RTS geben, RTS geben, fuck. Fehler. Du besitzt nicht die vollständigen Rechte zur Ausführung der Aktion. Bestellt er sich erstmal Waffen, Alter. Man soll Waffen vorher bestellen. Nicht immer so, ja, wir haben jetzt eine Aktion gestartet, jetzt bestellen wir jetzt noch Waffen. Alter, wenn wir das auch könnten, ne? Und dürften. Das wäre auch mal gut, ne? Aber nein, das dürfen wir ja nicht. Und der Staat hat so viele Vorurteile, ne? Beispielsweise sind wir ja immer in der Überzahl. Wir sind gerade 8 Leute. Wow, wir sind gerade echt in der Überzahl. Oh, wow. Alter Schwede. Selbst mit Bündnis. Nee, warte, doch. Selbst mit Bündnis sind wir in der Überzahl. Das ist doch mal was Besonderes. Nice. Alter, wir sind in Überzahl. Ich kann jetzt in meinen scheiß Blog hinschreiben, dass wir in Überzahl sind. Alter Schwede. Okay, das ist der erste Eintrag mit Überzahl. Das ist ziemlich interessant, muss ich schon sagen. Das ist mal interessant. Das erste Mal, dass ich Überzahl aufschreiben kann. So. Heute haben wir den 30. Hausalarm war angekommen um 15:40 Uhr ungefähr. Und dauert bis ungefähr 15:45 Uhr, weil ich denke, die müssen noch irgendwas tun. Ich habe an. Hausraub. Oh, wow, mein erster Hausraub in der Liste. Wer hat denn den angefangen? Peanut. Also Yakuza. Oder wir sind heftig. Wir sind heftig, war das, okay. Wir sind heftig. Start. Einsatzleitung gab es keine. Vorgehen, warten. Ist immer beim Hausraub eigentlich. Wir warten darauf, dass die rauskommen. Ich würde mal sagen, erfolgreich. Weil er hatte noch Zeit, mich hinzurichten. So, beteiligt waren Opposite. Den habe ich nämlich noch gesehen. Oh, guck mal, guten Tag, Peanut, du kleiner Pisser. Freak war anscheinend auch beteiligt. Den schreibe ich auch nochmal auf. Ja, war alles beim Hausraub. So. Widersacher kann ich schon mal aufschreiben. Und zwar waren die Widersacher Peanut und Erot, ne? Peanut und Erot. Abmeldung ist nicht notwendig gewesen.
Genau. Genau. Sollte es eigentlich hinhauen? Ja, möglich wegen aller. Alle möglich. Damit ich das nachher nicht mal vergesse oder was Falsches drin habe. Das wäre nicht so gut. So, mein erster Hausraub in der Liste, wusste ich gar nicht. Habe ich vorher gar nicht was gemacht. Ja, ich schreibe mir immer die zu startende Gang oder Fraktion auf. Es sei denn, es ist wirklich ein Einzeltäter, dann schreibe ich einen Einzeltäter auf. Und na, zweitens die Spieler. Also immer beim ersten Fraktion oder Gang. Samafi, okay. Ja, danke. Samafi hat also auch noch mitgemacht. So. Vladi und Rainbow. Herr Rainbow hat bei seinem Forum-Profil stehen. Und das finde ich auch ziemlich witzig. Also ich nehme es auch mit Humor. Fürs Protokoll. Hobbys, Doppelpunkt, Angry Birds Autoboxen. Weil da gab es eine lustige Szene und so etwas. Die haben das selbst auf YouTube auch so hochgeladen. Unter anderem meinen Videoausschnitt verwendet durften die auch, bevor jetzt irgendwer sagt, nee, nee, nee. So, ich rüste mich mal zuerst hier aus, damit ich auch Straftaten auf dem Weg zum FBI verfolgen kann. Warte, wie viel haben wir den Rainbow? Rainbow hat 5. Okay, der wird sowieso jetzt vorbeifahren, weil er mich provozieren will, weil ich zu Fuß bin. Dann ist das hier immer am besten. Bladis. Komischerweise wurde es nicht. Wow. Okay, jetzt wurde es zweimal genommen. Ah, scheiße, ich habe keinen einzigen Schuss getroffen. Samafi ist da fast rot. Oh fuck, wo ist denn der? Rennt gerade links rüber. Okay, ich hoffe nicht, dass er den abholen will. Ich hoffe mal, dass ich den noch irgendwo sehe. Scheiße, komm schon, das kann nicht, der darf nicht weg sein, der darf nicht weg sein. Ja, okay, mal gucken. Ich sehe den nicht mehr. Kein Sichtkontakt mehr. Verdammte Kacke. Oh, das war sogar Krypton. Ne, okay, Krypton war nicht beteiligt, okay. Okay, mit etwas Glück können wir hier runterspringen, ohne Scheiß Schaden zu bekommen. Ach komm schon, ich habe hier noch direkt da drauf gelandet, wie ich es sonst immer mache. Und auf den Wagen hätte ich jetzt auch machen können. Oh, der Hinweis ist dann noch falsch. So, perfekt. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Ganz kurz ins Forum geguckt. Wow, gleich drei Benachrichtigungen. Oh, der Spieler wurde. Tomod Els wurde permanent gebannt. Oha. Geschlossen, verschoben und geantwortet. Wow, gleich drei Benachrichtigungen wegen einer einzigen Antwort. Okay. Vladi wurde eingesperrt. Ja, endlich ist der Pisser weg. Da, der Nächste. Haben die ihn erschossen? Hat er die Hände hoch gehabt? Oh, scheiße. Sie doch hat doch Motoren, oder nicht? Ach, scheiße, die Handbremse angezogen.
Wow. Oh, scheiße. Kein Platz mehr im Winter. Okay, Schussfreigabe wurde anscheinend eröffnet. Rennt rechts rum. Ich gehe mal einfach ins Dach drauf und gucke einfach mal so. Man weiß ja nicht, wo er immer lang springt. Scheiße. Ich hasse das, ne? Und dann noch runterschießen. Einfach nur, um auf sich aufmerksam zu machen. What the fuck, wo ist er denn? Ah, warte mal. Das kam ja von komplett woanders. Als Freak. Oh, das warst du. Noch kein Sichtkontakt. Oh fuck. Ich werde geweifelt. Aber ich weiß nicht mal von wo, ich sehe das nicht mal. Die ganzen Leute mit dieser scheiß Sniper-Alte, der regt mich so auf, ne? Und im Start bekommst du eigentlich so gar nicht. Keine Chance, die irgendwie zu bekommen. What the fuck? Ich weiß nicht mal von wo. So, ich werde jetzt einfach mal schnell aufs Dach springen. Okay, sehr schön. Weil ich einfach nicht weiß, von wo. Und Klein Loop hat Probleme mit seinem Fahrzeug. Oder auch Vehicle genannt. Wow, ich wollte eigentlich hier. Wow, okay, das ist ziemlich mies. Wer ist denn das da? Oh ja, der schießt. Kann ich jetzt wieder hier oben drauf? Ja, ist doch sehr. Das ist doch behindert. Wer macht so eine Scheiße hier? Ich sehe ja eigentlich mal ihn. So behindert, Alter. Wer macht denn so eine Kacke hier, dass man hier nicht draufstehen kann? Wow. Ja, fuck, das war's. Oh, das regt so auf. So. Zwischenzeit kann ich schon mal etwas wieder im Forum machen. Ja, bitte. Der ohne Nickname ist Top-Chatter. Wow. So, ich mal gucken, ob das jetzt soweit funktioniert. Ob das diesmal richtig gemacht wird. Seit 14 Minuten online, das passt soweit. Perfekt. Nicht, dass er wieder an seid. Ja, Stream ist seit 13 Tagen online.
Zwischenzeit kann ich schon mal ein bisschen Forum wieder gucken. Und wieder zwei Benachrichtigungen. Nice. So. Oh, guten Morgen, Sergeant Roach Sanderson. Kennt man dich vielleicht auf EXO? El Capone folgt mir. Okay. Wie macht man das denn? Alter, every 15 minutes, 2 lines, ja, okay. Hier mache ich mal alle 10 Minuten, weil niemand wird so zugespammt werden. So, bin ich wieder am Leben? Oh, sehr schön. Der Hinweis muss noch weg. So, perfekt. Die mit dieser scheiß M4, Alter, und dieser Schrotflinte. Oh Gott. So stark die Waffen, das haben die selber alle, größtenteils alle gesagt. Es gibt nur zwei, drei, die sagen, also die Waffe ist nicht so OP, weil man muss ja auch richtig zielen können. Wow. Das gleiche Argument wie, ja, Sniper ist nicht so gut, weil man muss halt auch damit zielen können. So. Wie ist der denn bitte reingekommen? Achso, hey, warte mal. Exo-Chris? Exo-Chris fährt mit einem Privatfahrzeug. Boah, wie bin ich da durchgekommen? Oha. Oha, das gibt eine Dienstbeschwerde. Oh Gott. Ich wollte immer schon Leute zur Rede stellen, weil die hier drin parken und das jedem anderen verboten ist. Hier unten drunter sind auch nicht so viele Parkplätze, aber ich finde schon, wenn man schon so etwas macht, ich meine, oben wären genug Parkplätze für das ganz gesamte PD. Ich bin ja FBI, ich bräuchte ja eh nicht zu parken.
Wen kann ich mal so überhaupt nicht leiden? So, der hat mich letztens umgebracht. Jetzt kann ich ihm wissen, was Lexi. Ah, Lexi hätte ich auch nennen können, Dankeschön. Ja, jetzt zu spät. Samwerf hat mich letztens umgebracht. Bei einer RP-Aktion. Vielleicht kann ich ihn so etwas rein rauswischen. So. So, mit etwas Glück. Oh Gott. Also richtig schön zum Beispiel was aus. Aus. Ein Moment. Ja? Okay. Drecksbude. So, ich versuche wie heißt denn das? Alibi zu verstärken, bevor er meinen echten Namen kennt und mich dann rausschmeißt. Die Kartoffel hat den Channel De betreten. Dexbude. Oh, ich habe Dexbude gesagt. Oh, guten Morgen, Oh mein Kartoffel. Gott, hat er nicht gesagt, er hat nicht ernsthaft Dexbude gesagt. Ach, du bist Hat der er. Zuschauer? Nein, eigentlich nicht, aber ich wusste gar nicht, dass du streamst. Ich habe gar keine Benachrichtigung bekommen. Ach so. Der kam gar nicht in der Abo-Box. Was soll das? Ich habe hier eine klitzekleine RP-Aktion. Ich habe gesehen, wie Chris mit einem Privatfahrzeug in die PD-Garage reingefahren ist. Mach ich auch. Dann bin ich mal hinterhergegangen, ne? Weil ich mag das eigentlich nicht, auch nicht, wenn die Lieder se selbst da parken, ne? Sie beleidigen eine Bundesbehörde. Hab gesagt, ja, das gibt erstmal hier eine Beschwerde, Dienstaufsichtsbehörden und so, ne? Dann hat er gesagt, ja, ich bin Chris und dann wollte er meinen Namen wissen. Und Ja. ich sag so, ja, mein Name, ich bin Samafi. Der Mafia, aha. Sie beleidigen eine Bundesbehörde. Weißt du, was traurig ist? Er hat mich letztens umgebracht, also so kann ich mich rächen. Ich komme an MTH rein und hab mit dir Spaß. Scheiße. Zudem fälschen sie ihre Identität. Ines. Nein, wie hat er das denn jetzt herausgefunden? Nein, natürlich nennt man es nicht Lügen, Sergeant George Sanderson. Oder ich sag jetzt einfach mal Sanderson. Das ist Was bitte? eine Was Aussage denn? mit einer alternativen, mit alternativen Ines. Fakten. Ja, Also Kartoffel? an alle Zuschauer vom Herrn Loop 98 aka Angry Birds. Ich muss euch mal ganz kurz sagen, ihr braucht euch gar keine Hoffnung machen. Ladies, falls überhaupt Ladies da sind. Er ist schwul.
Schlag mich nicht. Oh. Bitte, Angry, schlag mich nicht. War nicht so gemeint. Warum sollst du Chris deinen Führerschein zeigen? Er möchte wissen, wer ich bin. Wenn ich ihm meinen Führerschein zeige, dann weiß er ja, dass ich nicht Samafi bin. Ich muss jetzt mal ganz kurz Samafis Akten durchstöbern und wissen, wo da eigentlich gewohnt ist. Wo da wohnt und so etwas, damit ich ein bisschen mein Alibi verstärken kann. Nice. So, da, perfekt. Da ist eine Bewerbung, da muss ja irgendwas stehen. Oh, Exo Calvin. Aha. Da ist der Emler. Okay. Verbindung. Spiel wird betreten. Karten-Download-Fortschritt. Also auch den Bug, wenn sie Scheiße. Warte mal, ich muss hier gerade richtig gut lügen. Ja, da bist ja gut drin. Alles klar. Leutnant im F. Ist der Exo, kannst du Chris mal von mir eine Faust geben? Eine Faust, ja, alles klar. So richtig auf die rechte Wange, mach mal Slash Me. Bald seine Hand in eine Faust und haut so Chris auf die rechte Wange. Oha, das gibt Nachricht. Oh, scheiße, Chris in der Sammelstelle. Oh, fuck, Alter, wie der jetzt nachfragt. Sag mal, ist der Mafia online? Nein, warum? Also... Ja, natürlich ist der online, der ist, weil der ist gerade weggegangen, aber der ist... Ich versuch mich mal langsam davon zu schleichen. Ja, mach mal ganz langsam, ich nehme mich gleich mit im PD-Wagen, ja? Okay. Komm mal ganz schnell in die Garage, ganz schnell. Dort in der Garage spawnen, ich wollte gerade spawnen sagen. Komm ganz schnell und hol mich ab. Und dann kann ich mich so ausreden. Ja, ich bin ja sogar mit dem Privatauto da, so. Scheiße, es kommt hinterher. Mist. Was? Ich bin gerade mit dem Bike. Komm her, dann nimmst du mich mit und dann hauen wir einfach ab, okay? Ganz schnell. Ich bin aber nicht in der Garage gespawnt, aber ich bin ganz schnell da. Dann müssen sie mich ja gut kennen. Er sagt, ich kenne Herrn Murphy. Ah ja. Dann müssen sie, ich antworte mit gut kennen. Dann müssen sie mich ja gut kennen. So, komm schon. Oh mein Gott. Komm jetzt mal zu dir. Ganz schnell. Stellen Sie mir genau. Einfach eine Frage, die nur ich kennen sollte. Ich hoffe, er stellt jetzt nicht eine allzu schwere Frage. Wissen du genau? In der PD-Garage beim Aufzug. In? Ja, halt. Nein, also nicht im Gebäude, sondern da wirklich in der Garage. Jetzt unten in der Garage drin? Genau. Scheiße. Oha, okay. Steig ein! Bist du schnell? Ja. Ich warte noch, bis er schreibt. Warte, ich gehe ganz unauffällig, ich renne nicht, damit er mir nicht hinterher rennt. Bedauere. Ganz schnell! weg! Scheiße. Heil FBI. So. Nein, ich bin selber beim PD. Ich bekomme ja den Ärger dafür. Dusty hat den Channel betreten. Hallo. Hau ab. Hallo. Oh Gott, okay. Hoffentlich nimmt er jetzt nicht das Highwaker, Alter. Da bin ich gefickt. Ja, schreibt einfach nur so Bedauere. Ja, und ab. Schnell dich mal an. So. Dann fällt das vielleicht nicht so auf. Ich brauche nur einen Skin. Mann, jetzt mal ganz gemütlich 18. Damit wir nicht auffallen, ne? Was habe ich denn hier für Skin? Oh, es ist ein BD-Skin. Okay, nice. Weil ich bin auch noch ein Schwarzer. Oh Gott, das wird jetzt brutal, wenn jetzt Polizei kommt. Der Neger. Suchmeldung, suche nach einem schwarzen Mittelklasse-Fahrzeug. Wir müssen Fahrzeug wechseln. Ich hab noch ein Bike bei mir stehen. Ja, wir nehmen das Bike. Okay, warte. Verstanden. Was macht ihr denn hier gerade für Machenschaften? Ich habe einen zuletzt in Richtung
Dilimor, schreib Dilimor. Zero gesehen. Nee, ich schreib Dilimor. Dilimor, wo ist das? Das ist unten beim Mosfeld, glaub. Wie schreibt man das, Dilimor? Keine Ahnung. D-I-L-L-I-M-O-R-E. Mach dein Handy aus. Aber auch egal. Egal, mach dein Handy aus, mach dein Handy aus. Ich fahre jetzt zu meinem Haus, weil da habe ich jetzt noch beigestellt. Boah. Ich habe ihn jetzt. Wir müssen jetzt ein wenig mal am PD vorbeifahren, also überhaupt keine Angst. Da ist auch die Strafpunkte, Alter, ohne Witz. Was macht der? Weiß ich nicht. Haben sie das Fahrzeug? Warte, da ist noch mein Fahrzeug. Bleib mal stehen. Ich hab ein besseres Fahrzeug. Warte, nee, dann ist das ja auch schwarz. Nee, das ist nicht schwarz. Das ist grün und ein schwarzer Streifen. Und das ist kein Mittelklasse-Fahrzeug, das ist ein Supersportwagen. Wo, hä? Ich hab hier hinten geparkt. Okay, ich sollte den Motor lieber ausmachen, oder sonst. Und park am besten oder so. Warmlenkanlage. Fällt nicht so auf. Okay, spring rein, ich muss noch einen neuen Skin. Ich hab F gedrückt. Was macht ihr denn für böse Sachen? Oh, was heißt böse, ne? Wir ärgern nur ein bisschen Exokrit. Ich hab ihn ich ging zu ihm, weil er mit dem Privatfahrzeug in die Garage hingehen wollte, ihm einen Strafzettel oder so eindrücken, also eine Beschwerde, also was eine von der Dienstaufsichtsbeschwerde so. Dann sagt er, ja, ich bin Chris, dürfte ich wissen, wer Sie sind. Dann habe ich gesagt, ich wäre Samafi. um halt meine Identität zu verschleiern. Und dann habe ich Kartoffelgoss und Hilfe gebeten, jetzt sind wir auf der Flucht. Scheiß Tommen fragt mich. Ja. Echt? Achte jetzt mal auf den G-Shirt. Ich glaube, ich schreite mich nur in die Scheiße rein, Alter, ohne Witz. Voll die. Also ich höre nichts sagen, außer im Office Online, ne? Alter, der Terminal. Das hat er gar nicht gesagt, irgendwie. Das ist eine Aktion, die ich abgemeldet habe. Von 16 Uhr. Wann war angemeldet worden? 16.03 Uhr bis 16.12 Uhr. So, ich habe einen Skin gewechselt. Los, spring rein. Kennst du die Teamspeak-Regeln? Oh, ein Strongman und seine Regeln. Soll ich RP-Aktion beenden, schreibe ich auf Chris und Teamspeak an. Bevor jetzt noch hier irgendwer meint, dass eine ungültige Abmeldung wäre. Ja, irgendwie. Ich habe gerade geschrieben, habe gerade einen Anruf von Sir Mafia gekriegt. Er sagt, die sind scheiße gerichtet, Punkt an Exokris. Oh, jetzt habe ich Nitron dazu, das ist natürlich unauffällig. Warum hast du nur eine Flasche? Keine drei Flaschen meistens. Du hast ja nur fast eine Million auf der Bank, ne? Ich hab eine Million. Und Obdachloser. Drei. Lass den mal Ausraum abfolgen. Ja, perfekt. Nein, du raubst. Okay, du kannst den Ausraum, dann verkaufe ich dem Gras. Vielleicht bekomme ich da mehr. Nee, ja, gibt's Strafpunkte. Bekommen wir fürs Ausraum nicht Wanted? Ja. Nein, fürs Ausraum von Pennern. Doch, kriegst du. Als ob wirklich? Von Pennern? Bei Wanted. Von Pennern? Nee. Doch. Ich habe heute mindestens drei Obdachlose überhaupt. Ich habe keine. Ich würde den nicht umbringen, kriegst drei Wanted für. Habe ich mal ausprobiert, was wird. Tötet den mal. Mach's nicht, Angry, du kriegst Wanted. Ja, ich weiß, ich misshandle den nur. Das soll mir besten Graspreis geben. Habe ich noch Waffen bei mir? Nee. Oha. Oh, ich dachte, es wäre FBI. Warte mal ganz kurz. Lalalalala.
Lalalala. Jetzt bewaffne dich. Fahr mal ganz kurz zu dem Auto, wo ich das abgestellt habe, bitte. Danke. Zu welchem Auto? Den schwarzen Premier, weil da habe ich mir drin, womit ich dann höchst. Okay, ich habe jetzt AP-Aktion mal beendet. Sollen wir jetzt bitte nicht sich in Hose scheißen, weil ich mich jetzt einmal abgemeldet habe? Das ist der Start der lange Überzahlung mit 200 Leuten. Bei Unterzahl bin ich immer dabei und direkt unterbrechst du eine RP-Aktion, selbst wenn das regeltechnisch komplett erlaubt wurde. Dass man sich abmelden kann wegen RP-Aktion. Benny, eigentlich ärgern wir damit auch aus der Mafia, oder nicht? Ja, aber er versteht das, er versteht Spaß. Also ich denke mal, dass es damals Spaß besteht. Auf einmal kommt Christlich hier runter und sagt so, Angry, was soll das? Der hat mal eine andere RP-Aktion mit der Mafia und das Ehe und sowas. Ich finde, das ist der einzige Nachteil an Exo. Du siehst einfach, wer der Spieler ist. Ja, aber es muss leider so sein. Aber was auch gut wäre, ist eine Zahl über den Kopf, verstehst du? Diese Zahl. Ja, so eine Zahl, damit du. Eigentlich nur eine Zeit, so dass Polizisten, also gemeint Staatsfraktionen, die sehen. Wegen Wanted verteilen und so. Zum Beispiel gibt es eine Session-ID-Zahl. Ja. Also diese Zahl ändert sich pro Session, das heißt, wenn du reloggst, bekommst du eine andere Zahl. Und man kann das in Logs etc. immer danach verfolgen. Der Typ war mit dieser Session-ID dann online, also das war bei schweren immer. Also ich würde sagen, also ich würde das ja so sagen, dass nur Nur Staatsfraktion ist schwer. Ich würde das so sagen, dass nur Staatsfraktionen hier sehen, weil halt dann zum Beispiel bei Wanted Frage machst du ja USU nicht den Namen, sondern die ID. Ja, das zum Beispiel auch, aber das Problem ist, was zum Beispiel tun bei SDM, dann siehst du nur Datencharakter auf dich geschossen, du kannst nicht sagen, wer genau. Oder generell, Namen brauchst du ja generell. Sag mal, kann es sein, dass du echt bei Unity Media bist, oder? Wow, ist sind mitten Auto bei mir. Ja, ich bin bei Unity Media drin, ja. Man merkt es, wenn du fährst. Unity Media NRW GmbH. Wo wohnst du in NRW? Paderborn. Abhör ich von S. Kommst du rein, dann fahre ich jetzt FBI wieder in Dienst. Achso. Ich hab grad meine Waffen aufgetan, weil ich stell dich, hast du einen Kofferraum? Nein. Gib mir mal einen Schlüssel. Nein, ich gebe dir keinen Schlüssel, jetzt komm rein. Nein, ich will die Waffen da rein tun. Ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich schon Waffen drin. Geh da mal weg, welche, sonst bring ich dich um. Okay, da ist nichts, du kannst alles reintun. Was kann ich Schlüssel für das Fahrzeug? Als ob. Der Kofferraum ist doch offen. Oh, ich bin aus dem Auto raus und höre noch diesen Anschnallgurt-Sound. Das schreibe ich gleich mal im Bugmelder. Tracker. Ja, du hast keinen Schlüssel für das Fahrzeug, du kannst den Kofferraum nicht durchsuchen. Das ist komisch. Gibt's man die einfach so. Dass man es nicht öffnen könnte mit O ist normal, aber dass man da nicht mehr reingucken kann, wenn es schon offen ist, das finde ich nicht so optimal. So, er wird uns niemals in dieser Karre vermuten. Er hat gesagt, schwarze Mittelklasse-Fahrzeug, wenn wir jetzt mit einem Hochklasse. Wow. Schrotflänchen, nein, danke. Ich hatte noch eine MP5. Ey, bleib mal stehen. Ding mal umdrehen. Oh, dann muss mein Auto beschädigen. Ach, das ist ein Poliz. Warte, ist das ein. Warte mal, was ist das für ein Fahrzeug? Ich glaube, das ist hier. Ja, das ist Poliz. Ich habe gar keine Textur. Bei mir hat das eine Textur. Das ist einfach nur schwarz. Bleib mal so, fahr mal drunter und bleib da mal stehen. Ey, warte, ich muss mal kurz das im Aktionslog eintragen, dass eine Aktion stattgefunden hat. Von 16.02 Uhr war angemeldet, ne? Wieso kann ich nichts reinschreiben? Ah, jetzt 16.02 Uhr bis 16.15 Uhr ungefähr ab Staatswaffentransport.
Red ich doch. Im Start hat gestartet. Widersacher, habe ich keine Ahnung. Wird das Ding brennt? Weiß ich nicht. Das Ding brennt! Weg. Staatsfraktionisten weiß nicht, wer teilgenommen hat. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da weiß ich auch nicht. War es abgemeldet? Ja, ne? Engelbirds. Warte, RP-Aktion mit Chris. Und Kartoffel bitte auch einfahren. Du hast keine Abmeldung im Chat geschrieben, ne? Da habe ich nichts, womit ich das belegen kann. Komm jetzt! Oh mein Gott, ich habe das Police-AK gedreht gekriegt. Okay, du warst an der Aktion beteiligt, ja. Deswegen kann ich nicht mal hinschreiben, aber ich habe nichts, womit ich das belegen kann, ja. Ja doch, du hast die Aufnahmen. Achso. Ah, ja, stimmt, das. Gut. Daran denkt man so gar nicht. Ach ja, ich streame ja gerade. Ach, fällt mir gerade erst noch. So. Alles gespeichert. Vor allen Dingen, ohne Witz, ich das alles fürs PD tue, Alter. Ich tue gerade das Auto hier gerade zum PD schieben, Alter. Ja, ich weiß, aber. Wie banküberfall, was soll das denn jetzt? Karotoffel, oh. Okay, ich habe gerade sehr schlechtes Internet, aber es ist kein Abmeldung. Das schlechte Internet kann stets auch bitte nach der Aktion kommen. Das ist keine Abmeldung. Also so würde es wahrscheinlich der eine oder andere sehen, dass mein Internet auch erst nach der Aktion so schlecht sein kann. Und ich deswegen zur Aktion muss. So. Okay, so, dann. Die Ampel ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich muss jetzt einfach zum Banküberfall. So. Ja, ich bin schon persönlich unterwegs. Okay, öffentlicher Raum. Desktop Audio aus, weil es da Mafia ist drin, da mich nicht aufgenommen werden und Song, wenn da mich auch nicht aufgenommen werden. Von irgendjemand anderen habe ich eine Erlaubnis. Okay, dann bin ich bei Aktion, ne? Zu Channel Start. Sammelstelle gewechselt. Die Kartoffel hat den Channel betreten. Angry Birds. Hallo. Nein, danke, ich möchte keine Pizza kaufen. Mach erstmal den Alarm aus. Ich bin's. Doch, Alarm habe ich gerade ausgeschaltet. Warum denn? Das ist schön. Hey, kann man den rausstellen? Beim Hacklix anklicken, dann kannst du Alarm reflektieren. Oh, endlich. Dann sollte wieder aktivieren können. Guck mal, du bleibst dann hier, ne?
Ja, aber kann das vielleicht einfach nur Bug ist, dass irgendwie Fehlalarm oder so ist? Nein. Oder dass sie einen Fehlalarm holen? Keine Ahnung, vielleicht wollen die uns ja nur trollen. Wenn das ein Bug ist und Fehlalarm ist, dann weiß ich Besen. LOL. Weil ich sehe hier definitiv keine Outlaws. Ja, dann ziehen die drauf. Ach ja, ist oben an 24-7 und macht das ja. Oh, vorhin, go. Na, viel. Hä? Soll ich doch bei der Bank bleiben? Nein. Nö. Komm hier weg, Leute. Okay. Ich hab aber nur Taser noch. Er schießt. Dann vor mich, okay. Down. Was ein Lami, Mann. Chris hat den Channel betreten. Der war gerade bei vorne, ist aber. Ich muss nur kurz, das ist er da ausgestiegen oder nicht? Nee, er ist gar nicht, er ist einfach nur sitzen geblieben, nicht aussteigen. Oh, er saß, ja, er saß die ganze Zeit drin. Er wollte nicht aussteigen. Also auch nicht zum Ende. Nö. So, ich habe mich mal kurz stumm geschaltet im Teamspeak, damit die Leute euch nicht hören. Sergeant Roach, du bist also derjenige, der die Pizza kaufen möchtest, oder verkaufen möchtest. Tut mir leid, ich hab leider nur Hunger auf Donuts. Ich hab echt das Gefühl, dass der Bankraub echt ein paar Fehler da ist. Chris ist zu Yakuza. Waffenschmuggel gewechselt. Ja, wollte exekutieren. Ich nehme mal durch, um mal so die Waffen zu snappen. Fahr mal bitte vorne, vor Speed, ich muss. Ganz oben, Rio. Hallo. Bitte Freak exekutieren. Nein, Moment, du darfst es schon. Ich muss nicht. Wer sagt denn das? Keine Ahnung. Ich muss Reed kann ich nicht Reed. Pack drauf, Alter. Also, wenn du jetzt. Exo, das B ich hier pack frei. Du weißt, du bist in der nächsten. Ist das so? Was willst du? Überall auf Rio. Wer war ein. Auf Rio treffen wir dann B-Tax und Rio, der wird hier keiner sein. Schieß Knöcker. Das ist kein Witz, das ist ja. Ja, und da wird man eh nur gesniped, das ist ein Nackensniper nach Tagesordnung. Ja, und ich kenne nicht, wie der Korsakow drin. Wie der da auch, oder was? Jo, der hat dann Packer alles, der hat da auch wieder. Oh, hier teilweise Geld. 5 Euro Laserkarte wieder jetzt rein. Sowieso. Hey, wer ist da reingefallen, Tanke? Oh, ist halt. Was denn? Cheeseknocker. GG HD, es geht wie Minecraft. Okay, ich trage dir feinste Lenzerteilung ein. Okay, ich hab grad. Ja, das ist gerade mal der Ember von den Outlaws gefreut, also der weiß auch nichts von dem Banküberfall. Also. Wenn überhaupt. Kann nur Rick das gewesen sein. Das ist nur 200. Ey, dieser Fabian. Weiß ich auch gerade, der Banküberfall. Bei den Rick Rams ist AFK und Mafia 06, der macht das für mich alleine. Der ist tot. Man kann ihn auch einfach nur, man kann ihn nur annehmen und dann wird ein Banküberfall gestartet. Und das kann halt wirklich sein, dass Mafia 06 das gemacht hat, um von seinem eigenen Shotgun abzulenken. Ja, stimmt, ja. War noch nichts, weil die Shotgun geführt hat. Kann man nicht sein. Sehr gut mitgedacht. Und da habe ich FBI-Fahrzeuge respawnen. Kündigt er an. Was für ein Auto ist der unterwegs, der Fabian? Wenn das Stream leckt, tut mir leid, ich bin Unity Media Kunde. Es kann also sehr gut sein, dass manchmal der Ping zu sehr in die Höhe schießt. Ist auf dem Bike,
In der GM. Ach, ich hätte das wissen können, du Scheiße. Einmal gebindet. Oh, ne. Jedes Mal. Jetzt haben wir gespannt. War das die bei der Aktion da? Ich glaube nicht, schrei ich mir. Das Ding nicht angemeldet. Ja, er wollte nicht fahren, ja, wo soll es wissen, wenn er auf eine NRG aufsteigt? Ja. Ja, hätte ich mir einfach gewohnt. Weil also, das genug Dragon Gamers, wie ist der andere? Oder wir. Ja, der andere ist schon dann kannst du das. Da ist beide in der Game, als ob ich keine, also bist du dabei. Ja, okay, dann. Dann nicht. Wir sind beide in einer scheiß Game. Was ist eigentlich gerade für ein Event? Rampen Bus und nee, Fang den Bus. Zu Channel. Hallo. Wo ist mein Tool? Test. Was? So, das Ding? Ja. Warst du gerade bei der Aktion? Nee. Hast du dich abgemeldet? Ja. Mit welchem Grund? Auf Judy. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, dich habe ich eingetragen als Moment. Firma. Genau. Ich gucke jetzt vorsichtshalber nochmal den Chatlogs nach. Ja, ist aber nur zur Sicherheit so, ne? Melde ab um UDI um 16.21 Uhr. Okay, alles klar. Zu Channel Start. Warte, Raum gewechselt. Hallo, kann ich helfen? Ja, lass mal ein bisschen weiter hoch in diesem Warteraum. Desasterkanone wurde aus deinem Channel okay. Start. Liederbereich verschoben. So. Zu Channel FB. Wirklich Light Shadow Fight, wenn es manchmal echt sehr hoch mit Ping ist. Gerade steht bei mir 1200 und das ist wirklich nicht gut. Jetzt geht er wieder runter auf 20. Ganz langsam. Weil es wird nicht so leicht gemessen. Es ist echt manchmal. Also meine Empfehlung, meine persönliche Meinung. Geht nicht zu Unity Media. Das ist meine Meinung. Muss jemand ja immer extra betonen, bevor es hier als Hetz oder sonst was gilt. So, ich habe damit nur schlechtere Erfahrungen gemacht. Das Einzige, was die gut machen, sind, dass sie jedenfalls von sich aus Entschädigungen zahlen in Höhe von 10 Dollar oder sowas. 10 Euro. Das entschädigt eigentlich aber trotzdem nicht die sau schlechte Internetleistung. Oder wenn das Internet ausfällt, ist auch Telefon weg. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Plus Radio, aber wir haben eine normale alte Radioempfänger. Und plus HD-Fernsehen. Das ist nämlich nicht gut. Muss man einfach sagen. So. Weiß gerade nicht, ob Stormwind überhaupt bei der Aktion dabei war. Den habe ich mich auch überhaupt nicht gesehen. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal. Ich trage ihn weder als Entschuldigung, angemeldet noch als abgemeldet ein. Dann kann ich jetzt wieder auf normalen Streifendienst gehen. Und sehe gerade, dass hinter mir SGT Watch ein wenig Stress sucht. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im FBI-Warteraum. Mein Name ist Ingwer 1904 Section Chief.
R4 in Federal Bureau of Investigation. Was ist Ihr Anliegen? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Zusätzlich muss ich Sie darauf hinweisen, dass aktuell ein Stream übertragen wird. Sollten Sie also nicht damit einverstanden sein, dass Ihre Stimme übertragen wird, so halten Sie bitte die Klappe und oder schreiben mich an. Hallo. 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 So. Das ist mein Sternentext, das steht hier. Ich hab das schon auswendig gelernt. So, wann war der Banküberfall beendet? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, weil ich nachgucken musste, wann der eine sich abgemeldet hat. Ich denke mal 16:30 Uhr, schreibe ich einfach mal auf. Sollte so weit eigentlich passen. 16:30 Uhr. Ich muss irgendwie noch eine Möglichkeit finden, wie man effizient Emergency 4 streamen kann. Sergeant Roach. Tut mir leid. Bitte? Das Ausrauben von Pennern ist strafbar und kann mit einem Fahndungslevel von 2 Sternen gemäß der aktuellen Wanted-Freigabeliste mit Raubüberfall belegt werden. Und ich musste auch agieren, wenn sonst jemand den Stream anschaut und sieht, dass ich das absichtlich ignoriere und wissentlich ignoriere, dann kriege ich mal wieder eine Beschwerde ab, sicherlich, so jedenfalls, solange ein Wartmitglied anguckt. Wow. Ich meine jetzt noch ein vorsichtiges Mal, zweites Mal. Und hoffe, dass er das jetzt mitbekommt, weil ansonsten sieht er nur so aus, als ob er einfach nur ein bisschen wegfährt. Oh, da mischte sich. Oh, da doch nicht. Wow. Okay, Täter ist ausgestiegen. Vinewood. Er lag halt anscheinend gerade was im Kofferraum ein, da bin ich mal ein bisschen höflich und warte ein bisschen. Mal gucken, wer jetzt einsteigt. So, sagen wir jetzt mal schön die Hände erhoben. Entweder er hebt jetzt die Hände oder. Er hat geschossen und ich darf dann nicht mal tasern. Das heißt, die einzige Option, die mir bleibt, ist dann ihn zu erschießen, auch wenn er so komische Animationen ausführt. Und weil er sich nicht ergibt. Ja, und mehr kann ich dann nicht machen. Ich darf ihn nicht tasern, ich darf ihn also auch nicht ins Auto heben. So, ich sage, jetzt hat man jetzt mal die gesagt letzte Warnung. Mal gucken, ob er jetzt drauf hört. Bin ich mal gespannt. Schlagen ignoriere ich jetzt mal zu ihrem Gunste. Was? Hallo?
Wow. Das war sauknapp, mein lieber Kollege. Die Tür ist schon offen, ich kann nicht weiter aufmachen für dich. Hallo Kollege, was soll das werden? Ich habe jetzt meinen Warnschuss abgegeben. Nein. Geht doch. Durchsuche ich ihn mal, ob er irgendwas Verdächtiges hat. Nee, hat er nicht. Und dann kann ich jetzt hier schön am Montag ihn festnehmen. Es geht hier Roach. Du bist hinten und gefesselt im Auto, ganz geil den Limiter kaputt machen, du Vogel. Ich glaube, da schaut sie mich auch den Stream an. Ich glaube, das ist dieser Sergeant Roach. Ah, Sergeant Roach. Ja, okay. okay, dann gibt es jetzt auch Sinn. Vogel hier. Bist gefesselt im Auto. Wie kommst du an den Limiter dran? Bist auch noch hinten dran. So. Oh, ich bin hier immer noch mit Oberhemd. Oh, scheiße. Scheiß Taxifahrer. Achso, das bist du, Shadowfighter. Oh Gott. Monate, sage ich mal. Das ist ja nicht so. Hinter Gitter. Das Problem ist bei meinem Scheißping. Hier steht 27 Millisekunden, aber ich habe es geschrieben, aber hier kommt nichts an. Oh shit. So. Ruhig. Es gibt Kuchen? Von wem? Okay. Ich bin hier immer noch mit Oberhemden, richtigen Aufzug und Sacko und sonst was hier noch gekleidet wegen meinem Abschluss. Und jetzt gibt es anscheinend das Kuchenessen.
Und ich muss jetzt dringend los, ansonsten schimpft meine Mutter. Wie kannst du mich festhalten? Du hast Handfesseln an. Ich habe jetzt leider gar keine Zeit, deswegen verkürze ich das jetzt stark. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. So, hast jetzt Glück, dass ich noch Mitkaution gedrückt habe, wegen der RP-Aktion. Bin jetzt erstmal offline. Begründung AFK S6. Shadowfighter ist zu Public Transport. Fahrdienst 1 gewechselt. So, bin dann ganz kurz weg. Komme!
coming through.
Kann ich nicht hören, du musst hier hinkommen. Ich bin erstmal ganz schnell weg, kurz weg.